der Schweiß rann. Die Zeit flog. Es wurde 3:30, es wurde 3:45, es wurde 4. Da kam von Karl Dobermann, der oben arbeitete, ein banger Ruf. Heinrich, was los, Karl? Nix zu machen mit Pfingstgrün. Verrückt, was? Warum ist nicht zu morgen? Ich will dir sagen, Heinrich, aber halt dir feste. Nämlich, das hier ist ja keine Pappe. Das ist ein Telegrafenmast. Eine nach der anderen, jede kommt dran. Und frag dich als Mann, bei den Damen an, können sie denn überhaupt schon küssen? Das möchte ich gern wissen. Doch sind sie in dem Fach noch nicht so weit, kläre ich sie auf. Es wird höchste Zeit.